Eine zig Meter lange Plakatwand, ohne Werbeplakate, sondern voll mit Kunst. Daran kann man demnächst in Eisenstadt vorbeigehen. Geplant wurde sie von der bekannten Galeristin Eva Maltrowski, die derzeit auch in ihrer Galerie in Oslip Sehenswertes zeigt. Eindrücke von Bettina Treiber. Kommt bald in die Dr. Isidor-Papp-Straße in Eisenstadt. Eine Wand voll Kunst. Kunst im Vorbeigehen, wie der Name schon sagt, ist ein Projekt im öffentlichen Raum. Eine Initiative kümmert sich hier um die Aufwertung der Straße, mehr Begrünung, und Kunst ist eben auch ein wesentlicher Beitrag für Lebensqualität. Ein 60 Meter langes Plakat wird demnächst affischiert mit Bildern von Martina Stapf und Tobias Hermeling. Schon jetzt sind Tobias Hermelings Werke in der NN-Fabrik Oslip zu sehen. Eva Maltrowski zeigt Arbeiten eines Künstlers, der, aus der DDR geflüchtet, seit fast 30 Jahren in Neusiedl am See lebt. Gerne Bild und Text verwebt, Ornamente, Comicfiguren und Sujets aus alten Zeitschriften einsetzt. Ich finde, dass diese Zeitschriften so eine ganz besondere Ästhetik haben. Also man hat zum Beispiel so Bilder, Frauen, Gestalten, adrette Frauengestalten aus den 60er Jahren oder so der Traum eines Statussymbols wie eines Autos. Und er entwickelt eine ganz spezielle Ästhetik, indem er eben Fundstücke, sowohl also was das Bildnerische betrifft, wie auch Texte, miteinander kombiniert, montiert, kollagiert und bearbeitet. Hermeling beschäftigt sich mit alttestamentarischen Psalmen, ebenso wie mit Sehnsuchtssymbolen und Idolen. Er gestaltet Porträts auf Holz und Collagen auf Papier. Die Grenzen zwischen bildender und Medienkunst sind bei ihm fließend. Sein Spielfilmdebüt, Schauspielerin mit Brigitte Karner, wurde bei der Diagonale in Graz gezeigt. Würde gern auch arbeiten, würde auch gerne Geschichten erzählen, Figuren gestalten, würde auch gern Geld verdienen. Zwischen Intimität und Öffentlichkeit. Eine Sonderschau mit Werken von Tobias Hermeling in der NN-Fabrik Oslip.